Ja, guten Tag, Frau Klein-Schmeink. Ich begrüße Sie hier auf unserem roten Sofa, das Erkennungszeichen des Familienforums in Münster. Wir haben Frau Klein-Schmeink heute eingeladen zu einem kurzen Gespräch anlässlich der Bundestagswahl. Frau Klein-Schmeink ist Mitglied des Bundestages und möchte wieder Mitglied des Bundestags werden in der kommenden Periode. Und das Familienforum hat einige Fragen in Richtung Familie natürlich, Kinder. Frau Klein-Schmeink, als Einstieg das Thema Kinderarmut, kein schönes Thema. Es sind fast 20% der Kinder in Deutschland gelten als arm. Was gibt es für Bestrebungen seitens Ihrer Partei, der Grünen, gegen Kinderarmut vorzugehen? Ganz grundsätzlich halte ich es für einen Skandal, dass so viele Kinder, nämlich wirklich jedes fünfte Kind, in Armut aufwachsen muss. Das bedeutet ganz deutliche Einschränkungen bei den Entwicklungschancen. Wir sehen das in der Gesundheit auch sehr, sehr deutlich, dass arme Kinder größere Gesundheitsrisiken haben. Deshalb ist es mehr als überfällig, wirklich mehr zu tun. Wir Grünen wollen ein Gesamtpaket zur Familienförderung von 12 Milliarden Euro schaffen, wo wir gerade arme Kinder unterstützen wollen, Familien mit wenig Einkommen unterstützen wollen und dafür sorgen wollen, dass eben Kinder wirklich gleiche Chancen oder wenigstens annähernd gleiche Chancen haben, gut gefördert aufzuwachsen. Wie würden solche Hilfen konkret aussehen? Also wo sollen die 12 Milliarden landen und in welcher Form? Dieses Familienpaket soll die bisherige Familienförderung ergänzen und auf neue Füße stellen. Wir wollen weg davon, dass ausgerechnet ein Kind mit doch wohlverdienenden Eltern besonders viel Förderung über die Steuer erhält, während ein sozialhilfebeziehendes Kind weniger Geld erhält und auch das Kind, was in nicht so einkommensstarken Familien aufwächst. Das wollen wir gleichstellen. Das heißt, wir wollen hin zu einer Kindergrundsicherung und dabei verschiedene Elemente anfassen. Einmal wollen wir den Regelsatz in der Sozialhilfe so anheben, dass er tatsächlich bedarfsgerecht ist und auch Teilhabemöglichkeiten umfasst. Auf der anderen Seite wollen wir diejenigen, die heute Kindergeld beziehen, deutlich stärker fördern und diejenigen, die heute über Ehegattensplitting plus Steuervorteil die Familienförderung erhalten, können entscheiden, ob sie das alte System fortsetzen wollen oder in das neue. Insgesamt werden 12 Milliarden Euro mehr zur Verfügung stehen, aber diese 12 Milliarden werden vorrangig für diejenigen mit wenig Geld ausgegeben. Ganz besonders profitieren werden davon Alleinerziehende, die in der Tat am unteren Ende im Prinzip sind, alleinerziehende Väter oder Mütter mit einem oder zwei Kindern, die in der Statistik sehr hoch stehen bei der Armut. Gibt es entsprechende Bestrebungen schon jetzt oder sind es neue Ideen, um eben diese Armut zu beseitigen? Also grundsätzlich haben ja viele Familienverbände die Idee der Kindergrundsicherung immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt und haben beklagt, dass es eben so ist, dass unsere Familienförderung heute gerade diejenigen besonders unterstützt, die eigentlich mehr Geld zur Verfügung haben. Und jetzt gehen wir mit unserem Konzept einen ganz, ganz realistischen Weg, diese Familienförderung wirklich auf neue Füße zu stellen und gleichzeitig aber auch diejenigen Eltern, die nach altem Recht gut klargekommen sind, dann auch nicht erneut zu belasten, sondern dann ihnen auch die Option zu geben, dass die bisherige Förderung so weiterläuft. Also einerseits eine Grundsicherung garantieren. Jedes Kind erhält eine gewisse Sicherung. In welcher Höhe? Gibt es da irgendwelche Zahlen, die Ihnen vorschweben? Ja, die sind deutlich höher als das, was heute das Kindergeld ausmacht, sondern es geht letztendlich darum, dass wir das sächliche Existenzminimum, was ja für die Steuer, für die Wohlverdienenden sowieso für die Kinder garantiert wird, dass wir das auch für alle anderen zugänglich machen. Und das wollen wir in verschiedenen Säulen, eben auf der einen Seite über die Kindergrundsicherung und auf der anderen Seite über das Steuerrecht, wo wir dann eine Anpassung vornehmen. Also quasi die Finanzierung über Einsparungen im Steuerrecht bzw. die Gelder
die da momentan den reicheren Kinder oder wohlhabenderen Familien zukommen? Grundsätzlich wollen wir eine Angleichung. Wir können ja insgesamt verfassungsrechtlich das Kinderexistenzminimum, was ja für die Familien steuerrechtlich gewährt wird, können wir ja gar nicht angreifen. Deshalb wird es die Bewegung geben müssen, dass wir alle anderen Einkommensgruppen hin zu einer solchen Förderung bringen. Und das wollen wir tun. Und zwar aber da gezielt darauf achten, dass diejenigen mit weniger Geld eben mehr von diesen 12 Milliarden erhalten als andere, damit wir eben tatsächlich zu einer gerechteren Förderung kommen. Sie sprachen eingangs davon, dass Kinder aus armen Familien weniger Bildungschancen haben, dass sie für ihre Zukunft nicht die gleichen Voraussetzungen haben wie eben Kinder aus reicheren Familien, wohlhabenderen Familien. Da sind wir beim Thema Kinderbetreuung, frühkindliche Betreuung. Auch da gibt es Qualitätsprobleme, die Kinder, die betreut werden sollen, nicht alle finden einen Platz. Tageseltern, für die wird die Arbeit immer schwieriger, die haben immer weniger Geld zur Verfügung, sind mit immer mehr Aufgaben betraut. Was gibt es da für Ideen Ihrerseits oder Ihrer Partei, um da anzusetzen, um das zu verbessern? Das ist in der Tat die weitere zusätzliche Säule, die wir unbedingt angehen müssen. Denn jeder braucht für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf natürlich eine verlässliche und eine gute Betreuungsinfrastruktur, die auch Bildungs- und Förderansprüchen genügen kann. Und da sind wir heute noch weit entfernt von. Wir sehen deutlich, dass die Kommunen viel gestemmt haben, indem sie den Rechtsanspruch auf die Betreuung umgesetzt haben. Aber wir haben deutliche Qualitätsmängel, muss man sagen. Wir haben viel zu große Gruppen. Eine Erzieherin muss viel zu viele Kinder betreuen. Das wollen wir gerade im Bereich der unter Dreijährigen ganz stark verändern. Da wollen wir perspektivisch zu einer 3:1 Betreuung kommen. Das heißt, wir brauchen bedeutend mehr Personal und das heißt eben auch, wir müssen investieren. Dazu wollen wir den Kommunen mit 4 Milliarden unter die Arme greifen und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass wir die Ausbildung weiter stärken. Es muss insgesamt interessant sein, den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers zu ergreifen. Die 4 Milliarden, das ist ein Betrag, der auch jetzt schon läuft, der auch schon... Nein, dieser Betrag ist heute noch nicht da, sondern soll zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Wir haben ja mittlerweile die Möglichkeiten, das Kooperationsverbot doch lockerer zu sehen, also dass der Bund auch den Kommunen Direktmittel bereitstellen kann. Und das wollen wir in diesem Umfang als erstes tun. Dazu sollen aber auch noch Mittel kommen, die den Ausbau des Ganztagsunterrichts ergänzen, weil auch da haben wir ja das Problem. Erstmal sind die Kinder in der Kita, aber natürlich brauchen sie anschließend auch eine gute Versorgung und nicht nur eine Betreuung, die sicherstellt, dass ihnen nichts passiert, sondern dass da auch wirklich Förderung passieren kann. Und da wollen wir ebenfalls über 5 Jahre 12 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Das sind jetzt bald so Themen, die Betreuung der Kinder, die eigentlich in Länderhand sind. Die Länder fordern vom Bund natürlich da auch irgendwo Unterstützung und auch ein Eingreifen und insbesondere auch Vorgaben. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Vorgaben, die Landesminister haben sich vor einiger Zeit getroffen und haben ein Qualitätsentwicklungsgesetz vorgeschlagen, was vom Bund umgesetzt werden soll. Wie wahrscheinlich ist das, dass diese Vorgaben auch so aufgenommen werden und dass entsprechende Qualitätsmaßstäbe vom Bund vorgegeben werden, um eben insgesamt bundesweit diese Probleme zu beseitigen? Grundsätzlich hapert es ja meistens am Geld. Es ist ja nicht so, dass die Kommunen nicht bereit wären, bessere Qualität zu organisieren und bereitzustellen, sondern das ist ja in der Regel die Folge von mangelnden Finanzen. Und von daher finde ich es erstens sehr, sehr gut, dass es diese gemeinsame Initiative gegeben hat. Und gleichzeitig ist es jetzt an uns als Bund dafür auch, genügend Gelder bereitzustellen. Wir Grünen sind dazu bereit. Wir meinen, Familienförderung muss immer
diese beiden Säulen umfassen, nämlich auf der einen Seite wirklich die materielle Absicherung der Familien zu gewährleisten und auf der anderen Seite tatsächlich Infrastruktur bereitzustellen, die wirklich fördert. Und da hängt es natürlich am Personal und an der Zeit, die einzelne Erzieher und Erzieherinnen für das Kind überhaupt zur Verfügung haben. Sie sprachen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf und selbstverständlich greift das in diesem Bereich. Stichwort Flexibilität im offenen Ganztag einerseits, andererseits aber auch in der Kindertagespflege, also Kindertagesbetreuung, also in den Kindergärten. Momentan sind es noch relativ starre Gebilde und insbesondere im offenen Ganztag ist es so, dass da feste Abholzeiten vorgegeben sind, die oftmals dem eigentlichen Familienleben widersprechen oder nicht konform laufen. Ist da irgendwie eine Änderung in Sicht? Gibt es da irgendwie vom Bund Möglichkeiten, da einzugreifen und den Ländern im Prinzip diese Flexibilität aufzuerlegen? Also ich denke mal, das ist tatsächlich nicht Bundesaufgabe, sondern das ist ganz klassisch Länder- und kommunale Aufgabe und sollte sich tatsächlich nach den Bedürfnissen der Eltern auf der einen Seite richten, aber auch danach, wie kann ich überhaupt einen qualitätsvollen, gehaltvollen, offenen Ganztag organisieren, wenn das ganze Geschehen nur davon geprägt ist, dass Kinder im Grunde abgeholt werden, nämlich zu ständig wechselnden Zeiten, dann wird man keine vernünftigen Bildungsprozesse, Spielprozesse gestalten können. Ich selbst weiß aus der Erfahrung, die ich selber habe, von meiner Tochter damals, wie wichtig es war, dass es überhaupt diese Zeit gab, die man gemeinsam hat, weil erstmal nach der Schule müssen die Kinder zur Ruhe kommen und gleichzeitig muss es dann Möglichkeiten geben, bestimmte Hausaufgaben zu machen und dann geht es ja auch noch darum, Spielprozesse, also Gemeinsames zu erfahren und das in einem vernünftigen Zeittakt und nicht, jetzt musst du mal sehen, dass das alles schnell fertig ist, weil das erste Kind wird da abgeholt, das nächste wird eine Viertelstunde später abgeholt. Das macht keine guten Gruppenstrukturen möglich. Ich habe auch damals die Erfahrung gemacht, dass die Eltern ganz unabhängig davon, wie viel Zeit sie jetzt selber hatten, schon auch sehr drauf geguckt haben, passiert da etwas zwischen den Kindern, was sinnvoll ist, was Spielkontakte, Kommunikation erzeugt, was Freundschaften stärkt und so weiter. Und dazu gehört eben auch, dass man verlässliche Zeiten hat, wo sich die Kinder und die Eltern zu entschieden haben. Das ist die Zeit, die ich in der Gruppe verbringe. Diese Flexibilität, wenn man jetzt sagt, die Eltern können ihre Kinder, sag mal, zu jeder Zeit abholen, darum geht es natürlich nicht, dass alle paar Minuten einer reinkommt. Das würde aber auch voraussetzen, dass die Schule grundsätzlich schon mal ein Angebot bereithält, wo die Eltern sagen, es macht Sinn, dass das Kind da ist und jetzt nicht die halbe Stunde eher in der Familie. Jetzt hört man immer mehr, dass diese Angebote in den Schulen auch tatsächlich nicht da sind. Und dann natürlich auch eher die Stimme der Eltern laut wird, wo man sagt, okay, dann können wir die Kinder auch eher nach Hause holen. Heute ist die ganze Familie am Tisch und das dann halt eine halbe Stunde früher. Also auch da dann die Frage, kann vom Bund aus insoweit Einfluss genommen werden, dass eben diese Angebote auch tatsächlich da sind, dass die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden? Also ich denke, grundsätzlich kann der Bund dafür sorgen, dass genügend Mittel da sind, gute personelle Besetzungen im offenen Ganztag zu ermöglichen. Und das ermöglicht natürlich auch Spielraum für ganz unterschiedliche Gestaltungen und Bedürfnisse. Und da kommt es eben darauf an, dass die Eltern auch den Eindruck haben, da passiert etwas, was die Kinder fördert, ein Stück weiterbringt oder wo die auch einfach Spaß haben. Und gleichzeitig eben nicht das Gefühl haben, das ist jetzt gerade mal so ein bisschen betreuen und sicherstellen, dass nichts passiert. Und das darf eigentlich unser Konzept von Ganztag nicht sein, sondern es muss möglich sein, Ruhephasen zu haben, genauso wie kreative Phasen, vielleicht auch sportliche Phasen und so weiter. Und das braucht natürlich auch seine Zeit, weil davor findet ja sowieso der Unterricht statt. Ja. Eine persönliche Frage, Sie sind ja auf dem Gesundheitsbereich spezialisiert im Bundestag, müssen selbstverständlich auch in diesen anderen Bereichen mitstimmen, abstimmen, eine Meinung vertreten. Gibt es da sowas wie persönliche Prioritäten? Sagen Sie jetzt, okay, Gesundheit ist meins, das hat Priorität,
Oder wie stellt man sich das jetzt vor? Wir müssen ja abwägen, wie hoch ist da Familie, wie hoch sind da diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, angerissen haben, angesiedelt im Verhältnis zu anderen Themen wie Verkehr, Infrastrukturen, Außenhandel, was es alles gibt, wo sie natürlich eine Meinung zu vertreten müssen. Gibt es da sowas? Also hat man da Prioritäten? Hat man da Dinge, wo man einfach sagt, das sind die Themenfelder, wenn wir die nicht anpacken, dann läuft das andere auch alles irgendwie nicht rund? Also ganz grundsätzlich bin ich ja als gesundheitspolitische Sprecherin tatsächlich in Sachen Gesundheit sehr, sehr stark unterwegs. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht um die Belange von Kindern und Jugendlichen kümmere. Im Gegenteil, gerade der Bereich der Versorgung bei psychischen Erkrankungen hat in den letzten 4 Jahren bei mir einen ganz, ganz großen Stellenwert gehabt. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie, auch das Zusammenspiel mit Jugendhilfe, mit anderen familienbezogenen Maßnahmen. Ich habe in der letzten Plenarwoche das Glück erlebt, dass ein gemeinsamer Antrag verabschiedet wurde zur Förderung von Kindern von psychisch kranken Eltern, den ich maßgeblich erarbeitet hatte und der dann hinterher als überfraktioneller Antrag verabschiedet wurde. Das passiert nicht sehr oft im Bundestag, aber Sie sehen, gerade die Themen von Kindern und Jugendlichen spielen eine große Rolle. Ich habe mich mit Suizidprävention auseinandergesetzt. Auch das etwas, was ja auch die Gruppe der Kinder und Jugendlichen betrifft, viel mehr als man häufig denkt. Also die Belange von Kindern und von Familien spielen schon eine Rolle. Und ich finde auch, dass das durchaus als neben den vielen Dingen, die für uns Grüne in einer nachhaltigen Politik von Bedeutung sind, da geht es ja auch um die Zukunft unserer Kinder, ist natürlich auch das und die Bedingungen, wie heute Kinder aufwachsen, wie Familien zurechtkommen, ein ganz, ganz großes Thema. Wir alle wissen, dass die Familien vieles stemmen, dass sie auch vieles leisten für die Gesundheit und für das Aufwachsen von Kindern. Und insofern ist das etwas, was ich gar nicht wegdenken kann, weil es ist sozusagen eine Säule, seelische Gesundheit. Insgesamt ein Kind, was sich entwickeln kann und insgesamt einen guten Weg nehmen kann. Das ist für die Gesellschaft ja ein ganz, ganz wichtiges Fund. Alles da, wo wir dann Störungen haben, müssen wir hinterher als Gesundheitsversorgung dann wieder reparieren oder versuchen aufzufangen. Aber viel besser ist es natürlich, wenn wir ganz früh alle mögliche Förderung, die man aufbringen kann, auch wirklich bringt, weil wir alle wissen, das gelingende Leben hat ganz, ganz viel damit zu tun, ob gerade in den frühen Zeiten die Unterstützung da war, die gebraucht wird. Und da können wir Familien nicht alleine lassen. Vielen Dank, Frau Kleinschmeink. Es zieht so langsam zu hier. Es wird dunkler, die Kinder werden lauter. Wir beenden das Gespräch hier. Ja, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich darf mich auch bedanken für das schöne Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Wahl und dass das, was wir heute besprochen haben und dass das, was Sie sich gewünscht haben oder für Ihre Partei auch als Programm haben, dass das alles umgesetzt wird, zumindest in Ansätzen, so wie es beschrieben wurde. Dankeschön. Danke.